Trotz unterschiedlicher Auffassungen in verschiedenen Bereichen wollen die politischen Parteien in Bruck bei der Stadtentwicklung an einem Strang ziehen. Es gibt ja viel mehr Dinge, die uns vereinen, die uns verbinden, wo wir die gleichen Meinungen haben, als es Dinge gibt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und dann haben wir auch gesagt, die Stadt gehört weder den Blauen noch den Schwarzen, auch nicht den Roten oder sonst wem, die Stadt gehört den Bürgern. Und die haben zu uns gesagt, jetzt trefft es einmal Entscheidungen, trefft es gute Entscheidungen und die Zeiten sind nicht so einfach und darum bemühen wir uns. Einigkeit herrscht auch bei der Neustrukturierung des politischen Systems. Die Anzahl der Referenten wurde reduziert, die Ausschussvorsitze wurden mit Stadtratsmitgliedern besetzt. Susanne Kaltenegger führt den Fachausschuss für Gemeinde, Betriebe und Umwelt. Kletus Schranz ist Vorsitzender des Ausschusses für Bau und Verkehr. Ja, wir haben einige Vorhaben. Wir werden jetzt 4 der 5 Straßen sanieren bzw. instand halten. Wir haben uns wahrscheinlich entschlossen, das müssen wir aber noch genau behandeln, dass wir die Landskronstraße, das ist diese Straße von Gärtnerei Schachert bis zum Gasthof Kunes, werden wir zurückstellen auf nächstes Jahr, weil wir heuer mit dem Bau des neuen Kraftwerks beginnen und da wäre es sinnvoll, wenn wir das nicht machen vorher, weil dann die großen LKW drüber fahren und dann wird die Straße wieder kaputt. Auch beim Verwaltungsreformprojekt Haus Bruck konnten bereits viele Maßnahmen umgesetzt werden. Der nächste Schritt hier ist die Reorganisation im Bereich Immobilienmanagement und Infrastruktur. Hier sollen 2 neue Fachbereiche eingeführt werden. Das heißt, die Infrastruktur ist Wasser- und Kanalbetrieb, Umweltbetrieb, der Wirtschaftshof und die Stadtgärtnerei und bei den Immobilien, das betrifft die stadteigenen Immobilien, den Freizeitbetrieb, unsere Gebäude und all das ist in diesen Fachbereichen eben jetzt gebündelt. Eines ist klar, die nächste Gemeinderatssitzung dürfte etwas länger dauern. Zum Beschluss stehen unter anderem 5 neue Mountainbike-Strecken im Stadtwald, eine Resolution zur Agenda 2030, die soziale Themen umfasst, und das neue Radverkehrskonzept. In einem Punkt aber sind sich alle 3 Fraktionen einig. Die Stadt befindet sich im Aufwind. Bruck ist im Aufwind, es gibt draußen Hochdruck auch, es wird mit Hochdruck gearbeitet, aber eines meiner Leitmottos wird sein, nie wieder Hochmut, aber ganz viel Hochdruck. Und ich glaube, das sollten wir auch weiter beherzigen. Trotz unterschiedlicher Auffassungen in verschiedenen Bereichen wollen die politischen Parteien in Bruck bei der Stadtentwicklung an einem Strang ziehen. Es gibt ja viel mehr Dinge, die uns vereinen, die uns verbinden, wo wir die gleichen Meinungen haben, als es Dinge gibt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und dann haben wir auch gesagt, die Stadt gehört weder den Blauen noch den Schwarzen, auch nicht den Roten oder sonst wem, die Stadt gehört den Bürgern. Und die haben zu uns gesagt, jetzt trefft es einmal Entscheidungen, trefft es gute Entscheidungen und die Zeiten sind nicht so einfach und darum bemühen wir uns. Einigkeit herrscht auch bei der Neustrukturierung des politischen Systems. Die Anzahl der Referenten wurde reduziert, die Ausschussvorsitze wurden mit Stadtratsmitgliedern besetzt. Susanne Kaltenegger führt den Fachausschuss für Gemeinde, Betriebe und Umwelt. Kletus Schranz ist Vorsitzender des Ausschusses für Bau und Verkehr. Ja, wir haben einige Vorhaben. Wir werden jetzt 4 der 5 Straßen sanieren bzw. instand halten. Wir haben uns wahrscheinlich entschlossen, das müssen wir aber noch genau behandeln, dass wir die Landskronstraße, das ist diese Straße von Gärtnerei Schachert bis zum Gasthof Kunes, werden wir zurückstellen auf nächstes Jahr, weil wir heuer mit dem Bau des neuen Kraftwerks beginnen und da wäre es sinnvoll, wenn wir das nicht machen vorher, weil dann die großen LKW drüber fahren und dann wird die Straße wieder kaputt. Auch beim Verwaltungsreformprojekt Haus Bruck konnten bereits viele Maßnahmen umgesetzt werden. Der nächste Schritt hier ist die Reorganisation im Bereich Immobilienmanagement und Infrastruktur. Hier sollen 2 neue Fachbereiche eingeführt werden. Das heißt, die Infrastruktur ist Wasser- und Kanalbetrieb, Umweltbetrieb, der Wirtschaftshof und die Stadtgärtnerei und bei den Immobilien, das betrifft die stadteigenen Immobilien, den Freizeitbetrieb, unsere Gebäude und all das ist in diesen Fachbereichen eben jetzt gebündelt. Eines ist klar, die nächste Gemeinderatssitzung dürfte etwas länger dauern. Zum Beschluss stehen unter anderem 5 neue Mountainbike-Strecken im Stadtwald, eine Resolution zur Agenda 2030, die soziale Themen umfasst, und das neue Radverkehrskonzept. In einem Punkt aber sind sich alle 3 Fraktionen einig. Die Stadt befindet sich im Aufwind. Bruck ist im Aufwind, es gibt draußen Hochdruck auch, es wird mit Hochdruck gearbeitet, aber eines meiner Leitmottos wird sein, nie wieder Hochmut, aber ganz viel Hochdruck. Und ich glaube, das sollten wir auch weiter beherzigen.